So, Finn Franks Familie, da ist mir gerade Mafia abgeschmiert, direkt nach dieser Zwischensequenz. Deswegen musste ich mich gerade nochmal hier ein bisschen durchkämpfen. Diesmal habe ich allerdings den direkten Weg quasi genommen und bin direkt mit dem Auto hier zu Frank durchgepfeffert. Deswegen sind ja noch überall Gegner hier hinten. Und deswegen werde ich mich da jetzt auch nicht nochmal hinbegeben, sondern werde gleich mal schauen. Wow, ich höre doch schon wieder was. Ach so, da. Okay. So, zwei auf einen Streich. Wunderbar. Wunderbärchen. Das Wunderbärchen. Klingt wie Glücksbärchi oder so. Oder die Gummibärchen. So, hier ist offen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir hier rein können. Rein müssen, besser gesagt. Nein, Thompson will ich nicht wegwerfen. Du sollst bloß... Nein, du sollst ihn nicht wegwerfen, Mann. Du sollst... Du sollst bloß auf den... Du sollst auf die Abgesägte wechseln. Ach, leck mich doch. Ist mir jetzt egal. Falls hier noch einer ist, denn hier im Häuserkampf ist Schrotflinte immer besser. Schicken Sie schnell Hilfe. Wir haben Schüsse gehört und sind deshalb drin geblieben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das sind wohl Gangster. Ja, gut. Ja, aber Gangster, genau. Hallo. Hey, na? Bist du Franks Frau? Oh, du willst uns retten. Ich bin dir so dankbar. Wo ist Frank? Er ist hier. Warte hier, ich bin gleich zurück. So, haben wir die schon mal gefunden? Und müssen jetzt noch Ausschau halten nach den Büchern. So, mich würde es aber nicht wundern, wenn jetzt hier neue auftauchen, weil wir jetzt quasi so eine Zwischensequenz hatten. Hier ist aber auch alles bloß aufgemalt, so wie es aussieht. Ich weiß nicht mehr, wo die Bücher sind. Ach, das hier vielleicht, hä? Ja, das sieht gut aus. Hat er jetzt... Ach nee, der hat bloß hier oben aufgemacht. Ach ja, das brauche ich doch gar nicht. Nee, dann sind das nicht die Bücher. Ist aber gut, dass wir wieder Leben haben. Mal jemanden anrufen, die Polizei oder so. Ah. So, tja, dann weiß ich auch gerade nicht. Müssen wir wohl woanders rein. So, der da oben macht mir ein bisschen Sorgen. Achso, jetzt kann ich die Thompson ja wieder nehmen. Ach, shit. Achso, mussten wir vielleicht bloß die Frau und die Kinder holen? Ja, ich glaube, jetzt verrät uns Frank ja erst, wo es ist, oder? Ich habe gerade die Szene beim zweiten Mal übersprungen, deswegen weiß ich das jetzt nicht mehr so genau. Mal gucken. Hab hier übrigens auch, also man sieht hier auch, ich habe das ganz geschickt gemacht. Ich habe den Typen, nee, den nicht. Aber da hinten den Typen habe ich aufs Korn genommen gleich mit dem Wagen und habe dann da mich hier schön über die Hecke gebrettert. War auch sehr interessant und sehr actionreich. Also war jetzt nicht die filigrane, sondern die Haut-drauf-Methode, die ich beim zweiten Mal benutzt habe. So Frank, deine Familie ist sicher. Sie sind unversehrt, Frank. Komm mit. So, wohin jetzt? Ach so, zur Familie. Na komm. Das kriegen wir hin. Bist du da? Frank, 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 Frank. Ach da. So, keine neuen, keine neuen. Gut, der da oben auf dem Turm hält auch ruhig. Okidoki. Na dann. Mein Gott, ich hatte Alice. Gott sei Dank geht es dir gut. Mein Schatz, danke, Tom. Sie haben mir Flugtickets versprochen, wenn ich Ihnen die Bücher geben würde. Diese Tickets müssen hier irgendwo sein. Kannst du versuchen, sie zu finden? Okay, das mache ich, Frank. Wartet hier auf mich. Frank, ich hoffe, du planst keine linke Tour. So, finde ich Flugzeugtickets für Franks Frau und seine Tochter. Ich nehme mal an, hier drin sind sie nicht. Nee. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo die sein können, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie immer die Befürchtung, dass da noch welche ankommen jetzt nachträglich. Ja, das mit den an die Tickets, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Das kommt gerade ein bisschen überraschend für mich. So, und ich renne jetzt erstmal hier hoffentlich unerkannt hier lang. Ja, wahnsinnig unerkannt. Ich muss doch nochmal aufräumen hier. Da ich ja suchen muss, wo die Tickets sind, muss ich nochmal ein bisschen aufräumen. Das geht so nicht.
Wo? Da. Kommt der? Oh ja. Schnell auf die Schroti. So, mein Freund. Nochmal. So. That was ist für den. Nehmen wir die wieder mit. Das auch. So, schön. Ich bin der Todesengel. Wo ist denn der Typ auf dem Schaf, der Scharfschütze auf dem Türmchen hin? War er nicht gerade noch da? So, ich glaube, hier vorne sind noch ganz viele, die ihre Thompson durch die Gegend schwingen. Denn hier bin ich vorhin einfach wirklich nur durchgefahren. Oh ja, ich sehe einen. Hier müssten eigentlich aber auch ein paar Leichen sein schon. Weil ich einige schon wirklich mitgenommen habe hier. Oh, hier sind einige noch. Ich glaube, ich gehe einfach drum rum. Das ist jetzt hier... Ah, da oben steht auch der Scharfschütze. Okay. Ja, jetzt müsste man natürlich sein Fadenkreuz sehen. Das wäre geil. Stück rüber. So, das war's für den. Kommen die hier? Ah, Schiete, Schiete, Schiete. Sieht ganz so aus. Schrot, 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 ja, Schrot, 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 Schrot. Ich habe keine Schrot mehr. Dann eben so, das muss auch gehen. Oh Mann. Ja, komm, nimm mal. So, 8 Schuss und 28. Ach, ich habe die fallen lassen. Na super. So, wenn wir die beiden jetzt ausgeschaltet haben, da vorne ist noch einer. Okay. Der kann da erstmal bleiben, wenn er von alleine nicht kommt, dann ist er mir egal. So, hier drüben, ist hier noch einer? Nee. Okay. Na los, ich krieg mal doch. Ups, ich hab ja... Ach, das wollte ich doch gar nicht. Wo haben wir sie jetzt? Hier ist die Thompson. Lustig ist übrigens, dieser Typ, der hier jetzt gerade angerannt kommt. Ja, der ist jetzt erstens mal tot. Und zweitens mal sehen wir da vorne diesen Mechaniker. Das ist der, dem der LKW gehört hatte. Und der Thompson, gibt's da Schuss? Nö. Der Mechaniker, den habe ich diesmal nicht angegriffen. Und der ist diesmal nicht auf mich losgegangen, sondern auf den Bullen da. Weil der geschossen hat. Und dann hat der Bulle den halt tot gemacht. Aber fand ich schon sehr amüsant, wie der jetzt erstmal mit seinem Brecheisen auf den Bullen losgegangen ist. Hat schon irgendwie was gehabt. So, und jetzt müsste man natürlich wissen, wo diese Tickets sind. Das wäre natürlich sehr geil. Und da sind... Ach nee. Ach nee. Willst du mich denn rollen oder was? Ja super. Ja super. Lad erstmal nach. Halleluja, das sind ja gleich hier. Das ist ja eine halbe Armee. Ich gehe dann mal wieder, ne? Also nicht stören lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht davon sind. Das wäre natürlich auch eine Variante. Ich gehe aber erstmal zurück zum Parkplatz und hole mir ein Auto und dann räumen wir ja erstmal mit dem Auto auf. Meine Güte, das ist ja nicht wahr. Da kommt hier gleich nochmal eine ganze Armada an Leuten an hier. So, zum Glück gibt es ja hiervon jetzt noch 2 neue Autos. Der LKW ist ja jetzt nicht mehr ganz so einsatzbereit. Aber gibt ja genug davon. Hier nehmen wir mal den Schubert. Schneller, Tommy, schneller! Rein in die Kiste und ab geht er, Peter. Ah, ne, ist gar kein Schubert, das ist der Falconer, okay. Den haben wir aber, glaube ich, auch schon gekriegt. Der stand, glaube ich, auch schon bei uns in, nicht in der Garage, hier auf dem Innenhof da. So, war das hier? Ja, das klingt gut. Weg da. Ja, klingt doch nicht so gut oder sieht nicht so gut aus. Wo sind die denn? Ach, da. Einer zumindest. Ach shit, den habe ich verpasst. Naja, was soll's? Und da sind sie alle, okay. Huah, das klingt ja schon mal super.
So, dann war hier scharfe Kehrtwende. Gleich auf dem Grün hier, da kommt man sich gleich vor wie so ein Rallye-Fahrer. So, Freunde! So, einen haben wir schon mal gekriegt. Das ist doch ganz schön. Ich komme mir vor wie so ein Stier in der Stierkampfarena. So, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Dann kriegen wir gleich noch Muni fürs große, für die Pumpgun. Das ist auch schön. Ja, schön. So macht das doch Spaß, das Töten. Ganz unkompliziert und vor allem sicher. So, einer noch, den kriegen wir auch noch. Komm schon. Zeig, was du kannst, mein Freund. Ach, der lebt noch, verdammt. Du hast den Falschen erwischt. So. So. Haben wir den auch? Und damit hat sich die Polizeigeschichte erledigt, meine Freunde. Pumpgun aufgehoben, natürlich ohne Schuss. Dann nehme ich da lieber die Thompson. Ich glaube auch, Moment, ich muss mal kurz gucken. Ja, komm, dann werfen wir hier die abgesägte Schrotflinte weg. Weil wir dafür eh bloß noch 4 Schuss haben und da wir jetzt eh eine Pumpgun kriegen, hoffentlich auch mit Schuss drin. Irgendwo mal. Hier zum Beispiel vielleicht, da ist das ja dann... Ja, sehr schön. Da brauchen wir die abgesägte nicht mehr. Auch wenn natürlich, wenn man der die Omerta gebrochen hat, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, wenn man den platt gemacht hat, dann sollte man natürlich eigentlich auch die abgesägte benutzen, weil das ja das Markenzeichen der Mafia-Familien ist oder der Mafia ist. Dann weiß ja jeder, was passiert ist, wenn einer von so einer Waffe abgeknallt wurde. So, und damit fahren wir jetzt nochmal fixe rüber. Denn ich vermute mal ganz stark, oh, hier gibt's auch noch eine Waffe. Ja, ach, dann laufen wir halt, ist auch egal. Und bei mir klingelt das Telefon, ich bin gleich wieder da. So, und weiter geht's. Ach, immer diese Anrufe zwischendurch, schrecklich. Naja, gut, was soll's. Carter, belästige mich jetzt nicht, ich nehme auf. Es wäre sehr schön, wenn du mir nicht... Ach, der springt mir voll durchs Bild hier. Ist ja wieder klar. So, dann latschen wir mal hier hinter und gucken mal, ob das vielleicht hier dann doch der Ort ist, an dem wir irgendwelche Fahrkarten kriegen können. Dicker, jetzt geh doch mal weg hier, das ist ja... Ach, Tier. Das ist immer so schlimm, wenn der um Aufmerksamkeit und Essen bettelt. Dann kommt er hier immer an und springt mir vom Bildschirm rum und ich sehe nichts mehr. Ja, natürlich ist hier zu, ist klar. Ist jetzt vielleicht hier offen? Das wäre cool. Natürlich nicht. Toll, dann darf ich wieder zurücklatschen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Habe ich das schon mal erwähnt? Mann. Was haben wir denn hier eigentlich Schönes? Kann ich nicht lesen, ist ja wieder klar. Ach Mensch. Dass die Texturen aber auch immer so verwaschen hinsetzen müssen, ist doof. So, eigentlich ist doch bloß der DR-School, wo ich reingehen kann. Ansonsten ist doch gar nichts weiter, wo irgendwas sein könnte. So wie ich das sehe jetzt auf den ersten Blick. Vielleicht gibt es die Tickets aber auch von im... Ja, ich gucke jetzt einfach mal von im Flughafengebäude nach. Ich denke mal, die werden die Polizisten ja nicht ohne Grund dorthin gesetzt haben, oder? Würde für mich zumindest irgendwie Sinn machen. So, und ich nehme jetzt aber doch wieder das Auto. Das ist ja hier. Da braucht man ja ewig, wenn man läuft. Na, siehst du auch so. Muss ich auch schon ausruhen hier. Tommy ist schon ein ganz schöner Cop-Killer. Kann man nicht anders sagen. Wie viele Menschen der schon auf dem Gewissen hat hier. So, gucken wir mal. Nicht, dass jetzt noch mehr kommen, wenn ich hier... Da ist noch einer. Na komm, dann machen wir mal so. Oder kümmern wir uns mal hier so um den mit der Waffe noch. Ach nee, das ist bloß, okay. Mal gucken, wie viele davon hier noch mit Dingens sind. Was habe ich eigentlich für eine Waffe? Ah ja, gut. Seid ihr alles Passanten? Ja, sieht gut aus. Passant? Passant, Passant? Okay. Alles vollgestellt hier, Mensch. Die Bullenautos sehen schick aus, finde ich. Das sind auch solche Schubert X-Tra-6, so wie ich das sehe.
So, hier noch jemand? Nee? Okay. Haben wir denn hier irgendwas? Tickets aufgehoben. Aha! Na, das ist doch superbst. Hüpf. So, dann schnell zurück zum Auto und wieder rüber. Na, das ging noch besser als erwartet jetzt. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass die wirklich dort einfach so da liegen. So, rein in die Karre. Los. So, und dann können wir das eigentlich jetzt auch abhaken, denke ich mal, oder? So, dann müsste es das gewesen sein. Und dann können wir uns jetzt endlich um das Schicksal von Frank kümmern. Mal schauen, ob Tommy reich wird. Schön eingeparkt. Na, Frank? Alles erledigt, Frank. Danke, Tom. Lass mich Marge und Alice noch Lebewohl sagen. Dann bringen wir es hinter uns. Frank, fliegst du nicht mit uns? Was? Ich kann nicht, Marge. Was? Tommy und ich sind in einer ernsten Situation, die wir erst klären müssen. Stimmt's, Tom? Frank, sag mir einfach, wo die Bücher sind und geh mit ihnen. Was? Wie willst du das dem Don erklären? Vergiss es. Das ist mein Problem. Wo sind die Bücher? Das vergesse ich dir nie. Hier ist der Schlüssel zu einem Safe in der First National Bank in Downtown. Dort sind die Bücher. Nimm ihn, Tom. Danke. Und Tom, Dank für alles, was du für uns getan hast. Ich stehe in deiner Schuld. Und sag dem Don, es tut mir leid, dass es so enden musste. Für den Don bist du tot, Frank. Wenn er das Gegenteil herausfindet, hast du nichts mehr zu lachen. Und jetzt geh. Tommy, ich werde nie vergessen, wie du uns geholfen hast. Gott segne dich. Und vergiss nicht, was ich dir damals im Auto gesagt habe. Am Ende tötet dich dein bester Freund. Frank hatte mir das im Auto gesagt. Und jetzt sollte ich einen Freund töten. Nur, dass ich das nicht tat. Tu niemandem an, was niemand dir antun soll. Oder wie sagt man noch gleich? Und ich wollte nicht, dass Polly mich eines Tages umlegte. Vielleicht habe ich ihm gerade heute einen Grund dafür gegeben. Ich habe es so gewollt. Hoffentlich mag er mich so sehr, wie ich Frank mag.